بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد im Internet kursiert gerade ein Bild herum beziehungsweise ein Beitrag in dem jemand anscheinend Widersprüche im Koran gefunden hat und er hatte einige Verse angeführt zu verschiedenen Thematiken unter anderem das Thema des Erbes, zweitens das Thema der Schöpfung Adams, drittens das Thema des Weins und viertens der Ursprung des Korans, Allah, Jibril oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise Jibril oder die Malaika. Tatsächlich sind diese Einwände wirklich sehr dilettant und schon peinlich. Das ist also wirklich nichts, worüber man sich groß den Kopf zerbrechen müsste und viele Gedanken machen müsste. Also jeder, der ein bisschen was weiß, ein bisschen was in den Texten gelesen hat, der weiß, dass das alles absurd ist. Aber ich werde trotzdem mal darauf eingehen, weil es anscheinend keine zufriedenstellenden Antworten dazu gab. Und wir beginnen mit dem ersten Thema. Also ich gehe nach der Reihenfolge, wie es in diesem Beitrag eben zu sehen war. Das erste Thema war die Schöpfung Adams bzw. die Schöpfung des Menschen. Und hierzu führte die Person einen Vers an oder nannte die Stelle des Korans, in der Allah Ta'ala sagt, خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. Das heißt, wir haben den Menschen, Al-Insan, hier kommt das Wort Mensch vor, Al-Insan, den Menschen, aus einer Art Lehm erschaffen oder trockenen Ton wie Töpferware. Und gut, hier ist die Rede vom Menschen. Der Mensch ist aus einer Art trockenen Ton geschaffen worden. Und in der Surat al-Insan, dort sagt Allah Ta'ala aber, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Und wir haben den Menschen aus einem Tropfengemisch erschaffen. Also aus zwei Flüssigkeiten, die sich paaren oder vermengt werden. Und dann haben wir aus ihm ein hörendes und sehendes Geschöpf gemacht. Und dann erwähnt er, dass an anderer Stelle heißt es, Allah Ta'ala hat Adam mit seinen Händen geschaffen. Allah Ta'ala spricht im Koran Iblis an, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. Was hat dich denn daran gehindert, dich niederzuwerfen vor dem, den ich mit meinen Händen habe erschaffen? Und das soll jetzt anscheinend ein Widerspruch sein. Aber tatsächlich ist das eigentlich wirklich, das ist wirklich absurd und lächerlich, das als ein Widerspruch darzustellen. Denn in der Aussage Allah Ta'alas, dem ersten Vers in der Surat al-Rahman, خلق الإنسان من صلصال كالفخار, hier geht es nicht um die Menschen, seitdem sie sich fortpflanzen, sondern um den ersten Mensch. Lediglich um Adam alaihi salam. Und daher wird überliefert in dem Hadith bei Muslim und Ahmed, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Vers wie folgt kommentierte. Er sagte, خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ. Die Malaika wurden aus Licht geschaffen. وَخُلِقَتِ الْجَانُ مِنْ نَارٍ. وَخُلِقَتِ الْجَانُ مِنْ نَارٍ أو مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ.
Also die Malaika wurden aus einer Art Feuer geschaffen, Affen, die Djinn. Und dann sagt er, وَخُلِقَ آدَمْ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ. Und was Adam anbelangt, so wurde er aus dem erschaffen, was euch beschrieben wurde. Yani hier, in diesem Vers. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, warum ist denn dann die Rede vom Menschen? وَخَلَقَ الْإِنسَانَ, er schuf den Menschen. Zum einen, das Wort Al-Insan kann man als einen Gattungsbegriff verstehen. Und wenn Gattungsbegriffe verwendet werden, muss damit nicht jedes Individuum dieser Gattung gemeint sein, sondern es kann auch nur ein einziges Individuum gemeint sein. Zweitens, der Koran spricht oft er spricht oft die Nachkommen an. Also der Koran spricht die Nachkommen ich sag mal, eines Geschlechtes an. Mit der Gunst und Gnade, die Allah Ta'ala ihren Vorvätern gewährt hatte. Also wir sehen das zum Beispiel in der Surah Al-Baqarah sehr häufig. In der Surah Al-Baqarah geht es im ersten Teil durchgehend um die Banu Israel. Und da spricht Allah Ta'ala die Banu Israel zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam an, indem er zum Beispiel sagt, وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. Und als ihr eine menschliche Seele tötetet und euch dann darüber streitet oder gestritten habt, wer der Mörder sei. Und dann erwähnt Allah Ta'ala, was dem alles gefolgt ist. Aber das ist ja gar nicht, das ist ja hier die angesprochenen Personen, die Banu Israel zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die waren ja gar nicht daran beteiligt. Es waren ihre Väter. Und deswegen wurden sie so angesprochen. Und genauso hier, da der Vater der Menschheit eben der Beginn der Menschheit ist und die Gnade, die Allah Ta'ala dem ersten Menschen erwiesen hat, auch eine Gnade für jeden ist, der ein Resultat dieser Existenz war, kann man das so ansprechen. Und in dem zweiten Vers, und das war der Vers, Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin, faja'alnahu samian basira. Also hier ist die Rede davon, dass er den Menschen aus einem Flüssigkeitsgemisch geschaffen hat. Hier ist die Fortpflanzung gemeint nach der Schöpfung Adams und nicht Adam a.s. Und er hat noch einen weiteren Vers angeführt aus der Surah Al-Alaq, in der Allah Ta'ala sagt, خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ, der den Menschen aus einem Anhängsel erschaffen hat, also aus einer Art klumpigen Anhängsel. Und das würde auch im Widerspruch stehen. Wir haben jetzt trockenen Ton, wir haben eine Flüssigkeit, wir haben ein Anhängsel. Das ist aber nur eine Phase der menschlichen Schöpfung über den normalen Fortpflanzungsweg. Und das sehen wir auch an einer anderen Stelle des Korans, in der Surat al-Hajj. In der Surat al-Hajj wird eigentlich der ganze Prozess ganz deutlich erklärt. Das lässt dann überhaupt keine Spekulation mehr zu. Allah Ta'ala sagt, Ja, ayyuhan nas, in kuntum fi raybin min al-ba'thi, fa inna khalaqnakum min turabin, thumma min nutfa, thumma min alaqa, thumma min mudghatin, mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyina lakum, wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma, thumma nukhrijukum tifla. Allah Ta'ala sagt, O ihr Menschen, wenn ihr im Zweifel seid über die Auferstehung, dann bedenkt, wir haben euch aus Erde geschaffen. Also das ist hier eine Anspielung auf den Ton und den trockenen Ton, der in der Surat al-Rahman erwähnt wurde. Hiermit ist jetzt die Schöpfung Adams gemeint. Also hier ist die Ansprache, hier wird der Beginn der Menschheit angesprochen. Nun, die Menschheit hat begonnen
Und danach sieht die Fortpflanzung jetzt wie folgt aus. Dann sagt Allah Ta'ala, Thumma min Nutfa. Dann, daraufhin, haben wir euch aus Tropfen erschaffen. Hier ist der, ist das Spermium gemeint. Und dann kommt die nächste Phase. Dann sagt Allah Ta'ala, Thumma min Alaqa. Also dieses Anhängsel. Und dann kommt die Mudra und so weiter. Also das sind die Schöpfungsphasen, die Phasen des Menschen im Mutterleib. Deswegen sagt Allah Ta'ala danach, ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا, und dann führen wir euch als ein Kind, als ein Säugling in die Welt. Führen wir euch aus dem Mutterleib sozusagen in die Welt. Von daher, das ist überhaupt kein Widerspruch, das sind ganz verschiedene Phasen und Etappen, von denen die Rede ist. Ein Widerspruch wäre es erst, wenn alle Verse sich auf eine Person bzw. auf eine Zeit und einen Umstand beziehen würden. Das ist aber nicht der Fall. Die zweite Sache, die angesprochen wurde, war der Wein und der Alkohol. Dass der Wein verboten ist, also berauschender Wein, das ist ja eine triviale Sache. Allah Ta'ala sagt, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ, und sie fragen dich über den Khamr und den Maysir, und darin ist große Sünde und Nutzen, aber die Sünde überwiegt den Nutzen. Und Allah Ta'ala sagt, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجِسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ. O ihr, die Iman habt, der Khamr, das heißt das Berauschende, der Wein, das Glücksspiel, die Götzen und das Glückslos sind Werke des Shaitan, also meidet sie. Nun sehen wir aber auf der anderen Seite, dass Allah Ta'ala, also im Koran, die Rede davon ist, dass die Menschen im Paradies Flüsse aus Khamr haben werden, aus der sie trinken werden, und Becher, in denen es eingegossen wird und so weiter. Wie kann es sein, dass es im Diesseits verboten wird und im Jenseits zur Verfügung gestellt wird? Nun, das ist nicht nur bei dem Khamr so. Es gibt so einiges, was im Diesseits verboten ist und im Jenseits erlaubt sein wird. Und das ist ja, wo ist hier der Widerspruch? Inwiefern ist das denn widersprüchlich? Ein Widerspruch wäre es, wenn es heißen würde, es ist im Diesseits verboten und irgendwie heißt es auch gleichzeitig, dass es legitim ist. Oder im Jenseits ist es verboten und es wird es aber geben und die Leute werden daraus trinken. Das wäre ein Widerspruch. Das Tragen von Gold ist im Diesseits für die Männer verboten. Im Jenseits werden sie das haben. Seide ist verboten für die Männer in diversen Umständen. In dem Jenseits wird es das geben. Es gibt also eine Menge solcher Dinge, die im Diesseits verboten sind und im Jenseits als eine Art Belohnung existieren werden. Der Prophet sallallahu sagte, لا تأكلوا في لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. Wo ist das Problem? Yani, der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst sieht hier gar keinen Widerspruch und ich verstehe nicht, yani, wo der Widerspruch ist. Er sagt hier, esst, trinkt nicht aus Gefäßen, die aus Gold oder Silber bestehen, und esst nicht aus ihnen. Denn sie, also diese Gefäße, sind für sie, also für die Nichtgläubigen im Diesseits und für euch im Jenseits. Khalas. Was soll denn daran widersprüchlich sein? Das ist schon sehr seltsam. Außerdem ist das Jenseits kein Ort für Gebote und Verbote. Das ist das Diesseits. Ein weiterer Punkt ist, dass der Khamr, von dem die Rede ist, im Jenseits nicht zu vergleichen ist mit dem, was wir im Diesseits haben.
Allah Ta'ala erwähnt explizite Unterschiede im Koran. Also wir brauchen da nicht mal externe Quellen aus der Sunna oder sonst was. Im Koran selbst sagt Allah Ta'ala über den Khamr im Jenseits: La yusadda'una anha wa la yunzifun. Es macht ihnen keinen Kopfschmerz, also wie in der Khamr im Diesseits eben tut, der Kater und so weiter. Noch werden sie davon benommen. Allah Ta'ala sagt, Bayda'a ladhatan lisharibin. Weiß und genussreich für die Trinkenden. Der Khamr in der Dunya ist nicht genussreich. Und Allah Ta'ala sagt, La ghaulun fiha. Al-Ghaul, damit ist gemeint, diese Folgen des Khamr, die man in der Dunya dann kennt. Die unerwünschten Folgen des Khamr, beziehungsweise auch der Rauschzustand. Also, das ist gar nicht so dramatisch, wie das dargestellt wurde. Der nächste Punkt, das war die Erbsangelegenheit, die Sache mit dem Erbe. Und zwar meinte die Person, dass es einmal im Koran heißt, dass Männer und Frauen das gleiche Erbe haben. Und einmal heißt es, dass den Männern das Doppelte von dem zukommt, was die Frauen bekommen. Ja, das ist leider auch wieder so ein blamierender Fehler. Hätte man die Kontexte etwas genauer gelesen und nicht auf der Schnelle einfach nur nach irgendwelchen Fehlern gesucht, dann hätte man das wahrscheinlich erkannt. In dem Vers, in dem die Rede davon ist, dass die männlichen Erbberechtigten das Doppelte bekommen, während die weiblichen nur die Hälfte bekommen. Hier geht es lediglich um die Kinder, also in dem Vers, den die Person genannt hat. Allah Ta'ala sagt, Yusikum Allah fi awladikum. Allah Ta'ala schreibt euch vor, in Bezug auf euren Kindern, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. Und dann zitiert er einen Vers, in dem es heißt, وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ إِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ. Hier geht es, er zitiert diesen Vers, und hier geht es um die sogenannte Kalala-Thematik. Die Kalala bedeutet, dass jemand verstirbt und er hat keine Verwandten ersten Grades, geradlinigen Verwandten. Also keine Väter, Mütter und keine Kinder oder sonstige Nachkommen, die geradlinig gehen, sondern nur er hat Verwandten, die zu den Hawashi gehören, Geschwister und so weiter. Wie geht man mit denen um? In diesem Kontext sagt dann Allah Ta'ala, وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. Wenn er einen Bruder oder eine Schwester hat, dann ein Sechstel. Und dann sagt Allah Ta'ala, فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. Sollten es aber mehrere sein, dann sind sie alle Teilhaber an dem Drittel. Also gemeinsam ein Drittel geht an sie, das wird dann gleichmäßig unter ihnen aufgeteilt. Hier geht es also nicht um die Kinder, sondern um die Geschwister, und auch nicht um alle Geschwister, sondern die Halbgeschwister, mütterlicherseits. Ikhwatul Um. Die Ikhwatul Um, das heißt, die Halbgeschwister mütterlicherseits haben teilweise andere Erbregeln als die Vollgeschwister bzw. die Geschwister väterlicherseits. Also auch hier ist kein Widerspruch. Ein Widerspruch wäre es, wenn es um ein und dieselben Personen gehen würde, zur ein und derselben Zeit und den gleichen Umständen, dann wäre das ein Widerspruch. Dann haben wir die letzte Sache, die auch nicht weniger schwachsinnig ist, und zwar die Frage, kommt der Koran, hat den Koran Allah geschrieben oder der Jibril oder die Engel oder Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Und er sagt, weil Allah Ta'ala sagt an einer Stelle, inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haq.
Litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah. Und wir haben das Buch, so haben wir dir das Buch offenbart, herabgesandt zu dir. Wir haben es herabgesandt. In Wahrheit und Gerechtigkeit, damit du zwischen den Menschen richtest oder über die Menschen richtest mit dem, was dir eingegeben wurde. Und dann sagt er, an anderer Stelle heißt es, Nazala bihi ruhul amin. Ala qalbika litakuna min al-munzirin. Niedergekommen ist damit Jibril. Also war es jetzt Jibril oder Allah? Interessante Frage. Hier haben wir einmal ein transitives Verb und einmal ein intransitives Verb. Genannt in der arabischen Sprache Al-Fi'l al-Lazim und Al-Fi'l al-Muta'addi. Al-Fi'l al-Muta'addi, das sind Verben, die ein Akkusativobjekt benötigen. Und der Al-Fi'l al-Lazim, das sind Verben, die kein Akkusativobjekt benötigen. Ein Subjekt ist ausreichend. In dem ersten Vers, Anzalna, handelt es sich um den sogenannten Al-Fi'l al-Muta'addi. Das heißt, Verben, die ein Objekt benötigen. Das heißt, Allah Ta'ala sendet es herab. Er ist der Urheber und der Ursprung. Und Nazala ist das Al-Fi'l al-Lazim, das heißt, das Verb, das nur ein Subjekt benötigt. Das heißt, Jibril steigt einfach nur damit ab. Er ist nicht der Ursprung oder der Urheber. Damit ist die Sache auch geklärt. Der Ursprung des Korans ist Allah, Jibril ist der Botschafter, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ist der Empfänger. Wo ist hier das Problem? Also das ist schon peinlich, muss ich sagen. Aber ich wollte trotzdem mal darauf eingehen. Vielleicht braucht ja der ein oder andere das. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم.